Oh, na gut, wir haben es fast geschafft und ich habe tatsächlich einen Fisch gefangen. Na ja gut, versuchen wir es noch einmal. Die Zeit wird zwar gleich zu Ende sein. Aber ich muss sagen, die Idee erschließt sich mir nicht. Man wird dazu gezwungen, die ganze Zeit hier zu spielen, bis die Zeit zu Ende ist, statt dass man einfach weiter angeln darf, bis man keine Köder mehr hat oder man keine Lust mehr hat. Ich muss sagen, da hat mir das aber in Breath of Fire 3 besser gefallen. Dann ist das, macht das Angeln mehr Spaß. Und wer realistisches Angeln in seinem RPG will, der kann immer noch Breath of Fire 4 für die PlayStation versuchen, das ist auch nicht schlecht. Aber hier ist das ein bisschen merkwürdig. Ich meine, ist ja nicht schlecht, aber eine Option zum Aufhören hätte ja schon gereicht. Okay, aber da ich jetzt mal kurz Waffen reparieren. Und dann speichern und zurück zu der anderen Festung. Okay, gut. Also gut, dann stellen wir mal die Dissertation über die Gedankengänge der Programmierer hinten an. Ich meine, nach Occam's Razor wäre ohnehin die logischste und richtigste Antwort die simpelste. Leider habe ich ja schon zu oft erlebt, dass Programmierer manchmal faule Bastarde sein können oder unter anderen Leuten leiden, Managern, die dazu zwingen, faul zu sein, damit das Spiel schneller fertiggestellt und auf den Markt geworfen werden kann. Und deswegen ist das wahrscheinlich die Antwort für solchen Blödsinn. Okay, ich hatte ja noch 10 Minuten mehr, in denen ich immer weiter gequasselt habe über das Thema, aber das habe ich jetzt mal rausgeschnitten. So, wir haben jetzt die 4 Kristalle eingebaut und jetzt her mit dem Schwert, Dämonenklinge. Ich will das Spiel endlich beenden. Genau. Naja, genau, es dauert noch ein paar Stunden, bis sein Windows-Boot-Test beendet ist. Er verwendet wahrscheinlich Windows 3.11 sogar noch. Naja, Borgrim. Ah ja, genau. Wir können Nina noch irgendwas fragen. Und dann können wir zum Dorf zurückgehen. Ja, die erzählen mir nur das, was ich schon kenne. Dann bin ich mal gespannt, ob wir dieses tolle Schwert jetzt finden. Oder ob das alles für die Katz war. Na gut, etwas können wir schon mal machen. Den Rotor austauschen gegen ein Schwert, das... nee, Quatsch. Jetzt kann ich nicht mal mehr mit diesem Interface noch umgehen hier. Stahlsäbel. Gut. Das sollte eigentlich reichen. Und damit wir diese Zwischensequenz nicht nochmal machen müssen, überspeichere ich die jetzt mal. Habe ich jetzt wirklich die ganze Zeit darüber dieses eine Thema gequatscht? Nur weil anscheinend jede zweite weibliche Person in diesem Spiel unbedingt Ariel knutschen will. Naja, das lässt mir irgendwie keine Ruhe. Wahrscheinlich daran, dass ich immer noch diese trolligen Kommentare von durchlesen muss. Nee, Moment. Am letzten Mal habe ich sie hier gesehen. Aber stimmt, ich muss jetzt zu Borgrim latschen. Und wir wissen ja glücklicherweise, wo der ist. Mal schauen, was wäre jetzt, wo geht's hin? Na gut, die Kämpfe sind zwar manchmal ein bisschen simpel gestrickt, aber zumindest sind sie spaßiger, was ja manchmal als Dialog durchgeht. Ja, genau, warum können nicht alle Dialoge so sein? Sind wir wieder im Wald unterwegs? Und ich will verdammt sein, wenn ich mit Junior hier alles zu zerstören, in allen Abschnitten, in denen ich rumlatsche. Nur damit ihr mir diese alte Greis ein paar Geschenke gibt. So, fanatisch bin ich nicht. So, die können wir hier überhaupt nichts mehr anhaben. Und entsprechend kriegen wir auch... Naja, wir kriegen auch Geld. Und noch ein paar andere Sachen, aber wir hören damit mal jetzt auf. Das Einzige, was wir nicht kriegen, ist dieses komische... Sag mal schnell... Dieser Saft, der aus Bäumen rausläuft, verdammt. Tree Sap. Was ist das nochmal auf Deutsch, verdammt? Wow, ich weiß, was es ist und ich kenne das englische Wort, aber ich, doofer Deutscher, habe vergessen, wie man es in Deutschland nennt. Also gut, wie nennt man diesen Baumsaft nochmal?
Harz, das war's. Baumharz. Ah. Gut. Okay, genug davon. Euch drei zerklatsche ich noch. Und dann erspare ich meinen lieben Zuschauern mein planloses Herumgeirre hier. Und wir machen weiter, wenn ich Nina gefunden habe. Und wie versprochen, wir sind in Nina Nina und Borgrims Kaverne. Also gut. Hallo, Ariel. Hi, Nina. Du magst diesen Platz wirklich nicht, wahr? Ich würde nicht gerade sagen, dass ich es mag, aber aus irgendeinem Grund fühle ich mich hier ruhig. Stimmt das? Übrigens, Ariel, wie geht die Suche nach der Dämonenklinge vorwärts? Tja, das muss ja ein bisschen seltsam sein. Aber hast du einige Schwestern? Ich habe jemanden gesehen, der fast genauso aussieht wie du. Nein, verdammt. Du hast jemanden gesehen, der aussieht wie die menschliche Version von ihr, verdammt. Oh, ich hasse diesen Dialog. Mir? Sie sieht genauso aus wie ich? Nein, eigentlich nicht wirklich. Oh, du meinst Passo. Oh, ich wusste, du kennst sie. Was ist mit dir los? Ach, das Mädchen, sie hat meinen Körper gestohlen. Hä? Was? Ja. Eines Nachts schlief ich ein in einem Wald, doch als ich aufwach, war ich wie ein Geist. Was? Kann man mir ein paar mehr Details geben? Nun ja, wo soll ich anfangen? Warst du vorher ein Mensch? Ja, genau. Ich war ein Anfängerbeschwörer. Ich war ein Student an der Cerulean Society. Ist das sowas wie die London Society, nur mit Magie, oder was? Die Cerulean Society? Das ist eine Beschwörergemeinschaft, die versucht, die Wahrheit der Welt durch Beschwören herauszufinden. Ah, so eher wie die Satanisten-Version des Londoner Clubs oder so. Wow, das klingt wirklich toll. Jep, außer du bist der Papst, dann klingt es wirklich schrecklich. Warst du irgendwo hier studieren? Irgendwo hier in der Nähe? Nip. Nein, ich habe in Zelum, der Hauptstadt des Königreichs, studiert, die wir nie zu Gesicht bekommen werden, wetten? Hier sind die Hauptquartiere der Society. In der Hauptstadt des Königreichs, das ist ganz schön weit von hier. Wie bist du da gelandet? Naja, ich hatte die Aufgabe, einen bestimmten Gegenstand aufzusammeln für einen meiner Lehrer. Oh, und was? Aber ich bin schrecklich, wenn es darum geht, wenn es darum geht, Karten zu lesen. Ich hielt die Karte von Ohl verkehrt herum und bin in die falsche Richtung losgewandert. Und dann kam ich zu diesem Wald. Und dann? Ich habe ein Boot zu dieser Insel genommen, aber bin auf dem Weg eingeschlafen. Und ich wusste nicht mehr, wo ich war, als ich aufgewacht bin. Oh, du hättest also nicht mal auf der Insel sein sollen. Naja. Ich habe gedacht, ich könnte die in Richtung rausfinden, wenn ich einfach zur anderen Seite durchgehe. Aber dann verirrte ich mich noch mehr, wurde hungrig und müde, mitten im Wald. Ich bin neben einer Art Canyon entlang gegangen, als ich mich plötzlich komisch fühlte. Ich stolperte und fiel über die Ecke in den kleinen, niedrigen Canyon hinein und wurde ohnmächtig. Als ich aufwachte, hatte Passeur meinen Körper genommen. Und wer ist das? Woher kennen Sie Ihren Namen? Du armes Mädchen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, seinen Körper zu verlieren. Das ist schrecklich. Das ist verrückt. Passeur kam ab und zu wieder, um mich mit meinem eigenen Körper zu ärgern. Ach, daher kennen Sie das. Hätte nicht gedacht, dass es dafür noch eine Erklärung gibt. Aber hey, die Programmierer waren also nicht völlig besoffen. Ich bin also ein Beschwörer. Ich habe wirklich versucht, meinen Körper zurückzukriegen, aber bis jetzt habe ich immer versagt. Ah, ich sehe. Das nächste Mal, wenn wir uns treffen, dann werde ich bestimmt meinen Körper zurückkriegen. Aber ich habe sie eine ganze Weile nicht gesehen. Wahrscheinlich hat sie was Interessanteres gefunden, als dich ständig zu ärgern. Yep, jetzt läuft sie uns hinterher, um uns zu ärgern. Mann. Was hat das zu bedeuten? Ich denke, sie arbeitet jetzt mit Ryoga zusammen. Ah, das wissen wir ja schon. Wirklich? Um Godzilla von seinem Gefängnis entkommen zu lassen? Yep, genau, das ist immer noch die Story. Warum würde sie das tun? Tja, wenn Godzilla zurückkehrt, könnte es sein, dass es seine Macht benutzt, um Rache zu üben an den Menschen, die es eingeschlossen haben.
Rache? Aber warum würde sie das tun wollen? Keine Ahnung. Ich denke nicht, dass sie es so tun würde, um Rache zu üben. Ja, aber wahrscheinlich ist sie völlig wahnsinnig. So sieht sie zumindest aus. Sie hat sich nicht so verhalten, als würde sie uns hassen. Nein, sie hat sich verhalten, als wäre sie völlig irre. Es war eher, als wären wir in einem Spiel und wir wären auf verschiedenen Teams. Hört auf, so Meta zu werden, um Himmels Willen. Die vierte Wand bricht gleich zusammen. Ha, ich bin sicher, sie macht das nur für Ryoga, weil sie seine Freundin ist. Ich denke, er hätte mir gesagt, wenn er eine Freundin hätte. Warum sollte er das tun? Aber das Mädchen wirklich scheint Ryoga wirklich zu mögen. Da bin ich mir völlig sicher. Ah, wahrscheinlich, weil sie hat wahrscheinlich heimlich das Skript des Spiels gelesen, oder woher will sie das wissen? Was können wir tun? Ich passe wirklich nicht mehr herkommt. Wie könnte ich sie besiegen? Ich werde meinen Körper nie wieder zurückkriegen. Ha, kein Problem. Hä? Wenn sie Ryoga hilft, dann wird sie früher oder später in unseren Weg steigen. Um uns daran zu hindern, Godzilla zu versiegeln. Und wenn sie das tut, dann schnapp ich sie mir und bring sie hierher. Plus ein oder zwei Axtwunden. Ach, Ariel. Oh, deine Seele war richtig am Leuchten, als du das gerade gesagt hast. Ich vertraue dir komplett und vollständig. Aber bitte nicht, beschädige meinen Körper nicht allzu sehr. Ich glaube an dich, Ariel. Ich zähle an dich. Nein, nein, glaube nicht an mich. Glaube an dich, dass du an mich glaubst. Oder so ähnlich. Ja, ich weiß, das war schrecklich. Oh, wow, sie sagt sogar. Wow. Mann, ich bin zwar schrecklich, aber ich hätte nicht gedacht, dass die Programmierer meine Schrecklichkeit auch noch emulieren. Ja, das können wir tun. Mehr oder weniger. Nicht wahr, Dana? Naja, wir werden tun, was wir können. Ja, naja. Ach Mann, Dina kann froh sein, wenn sie anschließend noch mindestens ein Bein und einen Arm hat. Oh, oh. Ich habe gerade ein schlechtes Gefühl gehabt. Worüber? Wir versprechen dir, du wirst noch mindestens 70% deiner Haut und 50% deiner wichtigen Organe haben. Aber ich mache mir solche Sorgen, jetzt komme ich lieber mit. Was? Oh, ich habe mich schon längst entschieden. Lass mich mitkommen, Ariel. Na, können wir uns da entscheiden? Los, Meister, sag nein. Let's go. Ich zähle auf dich, Ariel. Oh, jetzt kommt sie doch nicht mit? Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Das ist so, als hätten wir hier die Möglichkeit gehabt, uns für Ja oder Nein zu entscheiden. Und dann haben die Programmierer uns nicht gelassen. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Oh, die machen mich wahnsinnig. Arg! Los, Monster, jetzt greift mich endlich an. Ich muss meine Wut an euch auslassen. Oh, gut. Ihr macht mich sonst immer so wütend. Ihr stirbt jetzt. Du stirbst auch. Los. Selbstmordviech. Ah, jetzt fühle ich mich ein bisschen besser. Okay, weiter mit der Story. Okay, das war ja wohl ein ziemlich merkwürdiges Abenteuer. Und jetzt sind wir wieder zurück. Ja, der erzählt eine alte Geschichte aus seiner Vergangenheit. Ach komm. Nur mal sehen. Ach ja, ich hatte einen Fisch gefangen. Was war das für einer? Wo versteckst du dich? Komisch. Ist das auch wieder einer dieser Sachen? Okay, ich habe einen Fisch gefangen, aber er taucht hier nicht auf. Ist das... Nee, das Ding haben wir hier. Ist das wie mit dieser komischen Maske, die wir auch zuerst nicht gesehen haben, weil das ein besonderer Gegenstand ist? Ach, was soll's. Ich bin sowieso kein Angler. Gucken wir mal hier. Kriegen wir was kostenlos? Nee. Gibt's schon irgendwas Neues, was wir erschaffen könnten? Nee. Ring, Power Ring, Iron Bracelet, Ruby Bracelet. Nichts Neues, Snip. Das Geld behalten wir dann mal. Okay. Mal gucken, ob wir den Tag jetzt abschließen können und morgen weitermachen können, indem wir uns das Schwert holen. Oh, Zwischensequenz. Oh, Lynn. Und der Chief. Was ist passiert?
Und wie kann ich das sagen, Ariel? Dads Fieber ist zurückgekommen. Lynn macht noch ein bisschen mehr Medizin. Aber das Fieber geht einfach nicht runter, also habe ich den Chief gebracht. Hang on, Tatiana. Ist irgendwas mit Master Blair passiert? No shit, Sherlock. Was meinst du, wovon sie redet? Über Day denkst du, irgendein Fremder, den du nicht kennst, hat ein Fieber gekriegt? Ich meine, sie hat doch extra Dad gesagt. Kann man so beschränkt sein? Ah! Blair wurde von Godzilla verflucht. Ja, ich bin sicher, er wurde das. Ja, der böse Gauder. Ein Fluch? Ja. Sieht so aus, als wäre das der Grund für das Fieber. Genau. Es ist nicht wirklich eine Krankheit. Es ist ein Fluch! Ah ja, genau so ist es. Um Himmels Willen, kann den nicht mal einen echten Arzt schicken? So, da schau, diese Heilkräuter können das Fieber also nicht heilen. No shit, Sherlock, habe ich schon einmal gesagt. Jetzt könnte ich wirklich wünschen, ich könnte durch den Bildschirm greifen und die Düsselköpfe ein bisschen würgen. Ja, so sieht es aus. Oh, kommt, Leute, das war überhaupt überflüssig. Das haben die bestimmt nur gemacht, damit sie wenigstens auch einen Satz sagen kann. So, Ariel, das einzige Ding, dass das Fieber heilen wird, ist den Fluch loszuwerden. Aber wie können wir das tun? Er wird das jetzt bestimmt erklären. Wir müssten Godzilla versiegeln. Aber das haben wir doch sowieso vor. Wenn wir das tun, wird Gaudas Power hier verschwinden und der Fluch wird verschwinden. Ja, ich weiß. Mir fiel noch gerade kein zweites Wort für verschwinden ein. Ist das wirklich das Einzige, was wir machen können? Was soll das denn? Das waren wir doch sowieso. Was soll diese Komplikation, wenn wir sowieso... Dann hätten wir doch eine Sidequest einbauen können, Mann. Godzilla wollen wir doch sowieso versiegeln. Das ist total überflüssig hier. Ach, los. Macht weiter, ihr Melodramaten hier. Ariel, ihr hört? Naja, nee, vergiss es. Ah. Ich kann nicht glauben, dass mal der Meister verflucht wurde von Godzilla. Ja, wir wissen aber schon, was wir zu tun haben. Wir müssen Godzilla versiegeln. So, ich gehe mal raus und ein bisschen Mana sammeln. Tschüss. Ich denke, ich nehme auch einen Weg. Ich dachte mal, Orin ist wahrscheinlich wieder am Wasserfall. Nida ist wieder in Borgrims Höhle. Oh wow, jetzt haben wir eine ganze Liste von Leuten, wo wir hingehen können. Das Spiel mag mich nicht. Okay, dafür müssen wir ein Safe State anlegen, damit wir für das Bonus-Video hier zurückgehen können. Jetzt muss ich aber erstmal meine Nerven sammeln.